Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. Eine neue, quasi ein neuer Tag und ein neues Mausi. Hallo. So, heute haben wir von einem anderen Spieler was kaufen. Standard, töte 15 Kreaturen, schließe ein Event ab, während du in einer Gruppe bist, repariere Rüstung oder Waffen, koche ein Gericht aus Pflanzen oder Pilzen, ein Fleischsternchen, eine Stufe und eine Werkstatt. So, und damit sich das hier nicht immer nur auf Mausi aussetzt, kaufe ich jetzt hier Mausis Granaten raus. Warum hast du denn da Granaten reingesetzt? Einfach irgendwas. Okay. Mit diesen Camps. Du und deine Hühnchen hier. Darf ich die umbringen? Von mir aus. So. Wie lange du ihn nicht da oben umbringst? Wen soll ich denn da oben umbringen? Einen anderen Hühnchen. Hast du oben auf dem Dach Hühnchen, oder was? Ja, genau. Liegen die überall. Was liegt denn hier? Instant Püree, Gedärme, Bourbon, abgekochtes Wasser? Hast du das weggeschmissen? Ja. Stimpak Super? Mad Eggs, Red Eggs, Red Egg. Warum schmeißt du das alles weg hier? Brauche ich nicht. Du weißt schon, das kann man verkaufen und damit kann man Kronkorken machen, ne? So viel. Okay. Mausi überlädt einfach. So, aber wo sind deine Hühnchen? Ach, hier drauf. Ach, du meinst den Hühnerstall. Jetzt habe ich sie erst verstanden. Blitzmerker. So. Ich muss ja noch irgendwas kochen. Ich will ja doch nochmal aus der Powerrüstung raus. Darf ich mich an deinem Garten bedienen? Wozu ist er sonst da? Damit man ihn nicht benutzt. So, machen wir mal eine Maissuppe, denke ich mal, oder? Dürfte passen. Machen wir ein bisschen Wasser hier. So. Hoppala. Und ab in die Küche. Ran an den Herd, ran an die Buletten. Ja, nee, ich wollte nicht Mutterbeerensaft machen, ich wollte irgendwas Pflanzliches machen. Hier, so eine Klingkornsuppe. Zählt auch. So, Süppchen gemacht. Ich habe ein Süppchen gekocht. Gut, jetzt fehlen nur noch Kreaturen, Rüstung und Co. Da hatte ich ja vorhin schon... Habe ich vielleicht noch eine Rüstung? Weil ich hatte eigentlich sonst nur zwei Waffen im Dings. Ja, ich kann eine Rüstung billig reparieren. War jetzt sogar noch Fail, aber egal. So, dann hier nochmal. Aber hier auch nochmal zwei. Ein Billardkühl hatte ich noch in der Tasche. Und noch... Ah, guck mal hier. Den Fanatiker, den kann ich auch noch reparieren. Ein Stimpack. Etwas... Sehr schön. Gut. Dann auch mal wieder eingestiegen. Dann nehme ich ihn jetzt für eine Werkstatt, Maus. Die Rennstrecke. Die Rennstrecke, okay. Warum die Rennstrecke? Einfach so. Einfach so. Aber was gefällt dir an der Rennstrecke? Die ist einfach. Ich will doch Epi machen, Maus. Da hättest du mich auch schon zu den dicken Werkstätten schicken können. Dann nimm deine übliche Werkstatt. Die habe ich ja schon. Die habe ich ja schon seit gestern. Ne? Achso, hier oben.
bin der Mann, der durchs Fenster schießt. So. Und dich da hinten noch. Fehlt immer noch einer? Tatsache. Ach, da hinten und unten. Okay. Jetzt haben wir alle. So, Werkstatt wird eingenommen. Das war ich nicht. Was denn? Das Auto hat Bumm gemacht. Das war ich nicht. Okay. Meine Maus hat von ganz alleine drauf geschossen. So, Tyler County Rennstrecke haben wir auch fertig. Ja, jetzt ist es ja eigentlich nur eine Stufe und irgendein Event. Haben wir irgendwas Cooles an Event da? Fliegenklatsche. Du hast ja wohl eine Klatsche. Ah, die hab ich doch immer, Maus. An alle Feuerteufel! Hier ist Larkin mit einem Prioritätsalarm für euch. Wir haben einen weiteren dieser Untersuchungsvertibots draußen beim Airship entdeckt. Diese Dinger sind perfekt zum Verwerten. Allerdings müsst ihr schnell und hart zuschlagen, wenn ihr sie erledigen wollt. Seid vorsichtig, da der Lärm oft ungewollte Aufmerksamkeit erregt. Passt auf euch auf. Viel Glück. Fertig. Und versucht am Leben zu bleiben. Ha, Fliegenklatsch ist immer schön einfach. So, und lebensrettende Speerrüstung habe ich bekommen. Naja, denn. So, jetzt sind es nur noch ein paar Kreaturen und das Level machen. Was haben wir da hinten? Ein Klav-Event echt bombig. Nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Oder? Doch, komm. Bin heute gut drauf. Ein Klav-Event geht immer. Gehe ich danach nochmal in den Untergrund. Mitglieder, die Kovac hat eine neue Gruppe Bestien entdeckt, die sich an der Oberfläche versammelt. Melden Sie sich an der Bekämpfungsstelle und helfen Sie uns, sie loszuwerden. Das wäre alles. Signal entdeckt. Zusätzliche Signalquellen aktivieren, um Bekämpfungsprotokolle einzuleiten. Wie lange ich das schon nicht mehr gemacht habe. Oh. Meine Güte, sind hier Gule. Ich hatte jetzt eigentlich mit Verbrannten gerechnet, aber doch nicht mit Gulen. So, da haben wir auch die letzten fertig. Die letzten 15. Ein Köder fehlt sogar noch. So. Alle Aufbaukomponenten in Betrieb. Aktiviere Zielprotokolle. Bitte warten. Puff. Du musst nur jetzt eigentlich noch ein paar kommen. Erforderlich. Temperaturfehler. Temperaturanomalie behoben. Setze Fernverbindung fort. Ne? Gültchen? Wollt ihr nicht? Nö, nee, wollen heute nicht. Mich mag heute keiner. Warnung. Warnung. Betriebssystem. Gesperrt. Bitte umgehend Reparaturen ausführen. Fehler. Nicht angeforderte Röhrendekompression festgestellt. Umgehende Reparatur angefordert. Warum kriege ich das Ding jetzt hier nicht? Ist es jetzt repariert oder nicht? Weil es sieht nicht danach aus. Reparatur festgestellt.
Führe Verbindungsprotokolle fort. Ja, aber scheinbar doch. Systemausrichtung abgeschlossen. Signalübertragung aktiv. Ziel erfasst. Sofortige Evakuierung erforderlich. Wiederhole. Begeben Sie sich umgehend in sichere Entfernung. So, dann schauen wir uns das Schauspiel mal schön an. Macht gleich kabumm. Jawohl, ja. Ha, ich liebe es, wenn es kracht. Warum machst du das jetzt? Weil das ein Event war, was ich schon sehr lange nicht mehr gemacht hatte. Und weil das in der Nähe von Harpers Free ist und ich dann unten im Keller ein paar Ghule wegputzen wollte. Abgeschlossen. Eliminierung verbleibender feindlicher Ziele. Autorisiert. So, wo sollen denn die restlichen feindlichen Ziele sein? Aber wie weit ist der Ghoul denn bitte schön weggelaufen? Hä? Ach, der kam noch nachgetriggert hier, oder was? Ach, der Hund zielte da drunter. Ach so. Okay. So, müsste jetzt fertig sein, oder? Ja. Angegebene Feinde. Eliminiert. Verseuchung. Beseitigt. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. So. Den haben wir jetzt auch nochmal abgefackelt. Und dann ab in die Höhlen. Und da nochmal ein bisschen rumfackeln. Da fackel ich aber nicht lang, doch. Fehlt jetzt noch? Nur noch die Stufe. Und die haben wir so gut wie fast erreicht. So. Gucken wir mal. Aber wenn ich es jetzt noch in dieser Folge schaffe, das Level hinzubursten, dann könnte ich in der nächsten Folge noch mal ein bisschen Blei machen. Bin ich nicht so auf Rattengift angewiesen. Oder auf Ghoulkleber. Das ist immer lustig, wie die umfliegen. Hallo, liebe Ghule. Ah ne, jetzt bin ich falsch rumgelaufen. Ha! Kommt dabei raus, wenn man einmal im Kreis läuft. Gülchen. Ich möchte euch flambieren. Nein. Sehr schön. Na, 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 na. Artig sein. Artig cool. Nee, hier ging es nicht durch. Ach, da bist du. Jetzt laufe ich hier aber wieder zurück. Hier war das hoch. Bin einfach falschen Eingang gegangen. Der kriegt die Route immer nicht zusammen. Ja, ging doch hier dann. Hier. Halt, hier geblieben. Die Kreide wollte ich haben.
So, jetzt bin ich wieder im Kreis gelaufen. Ich hab's mal wieder geschafft. Dass ich mir den Weg hier null merken kann. Wie war denn das von hier aus? Hier hinten. Die war abgeschlossen, da war doch der Weg. Ja, das ist richtig. So. Mach dir nichts draus, Ghoul. Ich komm zu dich. Moment, ich muss nachladen. Halt, stopp! So, jetzt können wir weitermachen. So, hier vorne müsste ja eigentlich auch nochmal ein Gang bei dem anderen sein. Jetzt gucken wir wieder drauf. So, einmal hier durch noch. Der hat ja gar keine Chance zum richtig spawnen. Na, ja, Flammenwerfer gegen Ghule. OP. Ah ne, du bist schon tot. Was lauft ihr mir auch direkt in die Flamme? Ich schwimme. Ich kann doch auch nicht schwimmen. Ich kann doch nur tauchen. So, jetzt will ich aber die Explo-Ratte hier hinten noch haben. Okay. Der stand da, als hätte er sich geschämt. So, ich habe jetzt Opi ausgerüstet. Du hast Opi ausgerüstet? Hast du Beckett durch, ja? Schon längst. Schon längst? Mausi, zieh meinen Finger. Ups, zu spät. Was machst du da? Wieso? Ich stehe doch bei dir in der Küche und koche. Wie geil ist das denn? Ich habe mich schon gewundert, warum mir der Name steht. Auch nicht schlecht. Eigentlich bin ich in Harper's Ferry und grill ein paar Ghule, aber okay. Mach ich bei dir halt noch Fleisch. Das wird zu wenig auf die Rippen, Mausi. Deswegen koche ich mal was Anständiges für dich. Achso. Aber ich bin noch extra am Trainieren. Ja, mal so eine richtige Kraftmahlzeit. Wer trainiert, muss auch anständig essen. Gibt einen schönen Tato-Salat, nur für dich. Dachte, was Anständiges. Ja, dazu kriegst du noch leuchtendes Fleischsteak. Und Rattengift natürlich. Wäre doch nicht nötig gewesen. Aber nicht verschlucken, ne? Ich weiß, wie man schluckt. Oh. Okay. Oh mein Gott, der nachtaktive Superhammer. Na, jetzt ist aber Nacht. Nacht schlägt 13 da. Wie viel hält mein. Oh, mein Flammenwerfer hält noch. Moment, Herr Ghoul. Wir sind doch gleich dran. So. War jetzt nur noch das kleine Abteil da.
Der Untergrund war hier auch schon mal voller. Ne? Oh, jetzt muss ich nachladen. Aber ich krieg trotzdem mal weg hier. Und noch einmal das Ventil. Na, das reicht, glaube ich, nicht ganz. Also Untergrund, ich glaube, ich müsste dann nur noch eine Runde White Spring. Ja, dann hast du Level up, ja. Dann dürfte es vielleicht reichen, ja. Dann hätte ich die Ziele hier eigentlich auch schon wieder durch. So, alle Hubs. Jetzt gehen wir sogar langsam die Stimpaks aus. Ich glaub's mal nicht. Hätte ich doch zu viele benutzt und verkauft. Natürlich konnte ich nicht wieder auf der Leiter landen. Wollte so cool abkürzen. Ja, komm, jetzt aber. Ich will auf der Leiter landen. So. Klappt doch. So, Aggressotron zuerst. Der wusste gar nicht, wie ihm geschieht. Heute ist wohl mein Glückstag. Auf jeden Fall, meiner ist es. Denn ich habe den Jägers Raketenwerfer gekriegt. Hi. Und die getarnte Roboter mit Intelligenz. So. Oh, eine Runde White Spring. Ich denke mal, da vorne an der Golfclub dürfte vielleicht reichen. Wenn ich Glück habe. Hast du? Habe ich? Okay. Bei so guten Zurufen. So, da man euch ja jetzt sowieso nicht mehr richtig rauslocken kann, weil ihr nur noch irgendwo festhängt, renne ich gleich rein und verbrenne euch den Hintern gleich. So. Guten Morgen. Oh, da ist er kaputt gegangen. Schnell einmal reparieren. Heute noch ausrüsten. Oh, jetzt muss ich nochmal nachladen. Jetzt haben wir's. Ah, verdammt, jetzt bin ich sogar noch überladen. Hättest du nicht geschrien, hätte ich dich überhaupt nicht mitgekriegt. So, jetzt gucken wir mal. Na, haben wir alle? Ja. Der Golfclub hat alleine nicht gereicht. Na, hier haben wir noch mal. Reicht immer noch nicht. Ah, da kommen noch mal welche.
Nö. Das sieht schon wieder so mega knapp aus. Na komm schon. Das muss doch zu schaffen sein. Oh, Todeskralle. Die wird mein Level up sein. Komm her, Todeskrällchen. Papi möchte ich flambieren. Jawohl. 75 hatten noch gefehlt. Okay, dann gehe ich jetzt hier hinten nochmal zur Feuerwehr. Da kann ich mich wenigstens nochmal leer machen. Entrümpeln und entmisten. Das ganze Auto fehlt. Die Sicherheit der Gäste hat für uns oberste Priorität. Ah, hat schon eigentlich gereicht, aber machen wir jetzt nochmal richtig sauber. So. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle nochmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann. Tschüss.